Ja, Julia, du bist jetzt seit 5 Jahren Europas Stimme des freien Internets. Und ausgerechnet bei der Urheberreform, deinem Kernthema, droht jetzt Internetzensur eingeführt zu werden mit Hilfe von Uploadfiltern. Was sollen unsere Zuschauer jetzt tun, um das freie Internet zu retten? Ja, also es hat sich gerade der Rat, also die nationalen Regierungen der EU, darauf geeinigt, dass sie Uploadfilter wollen. Skandalöserweise mit der Unterstützung der Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag stehen hat, wir lehnen Uploadfilter ab. Das heißt also, wenn die Regierung sich davon nicht abbringen lässt, dann kommt es jetzt aufs Parlament an. Die Europaabgeordneten, viele von denen treten wieder an und möchten im Mai zur Europawahl wiedergewählt werden. Deshalb ist es jetzt ganz wichtig, auf Wahlkampfveranstaltungen zu gehen oder die Abgeordneten anzurufen und die konkret zu fragen, werdet ihr die Uploadfilter ablehnen, werdet ihr gegen Artikel 13 stimmen und auch gegen Artikel 11, das Leistungsschutzrecht. Und wenn ihr das nicht tut, dann werden wir euch nicht wiederwählen. Ich glaube, das ist das, was in einem Wahljahr am Ende zieht und das ist, was man ganz konkret tun kann. An der Stelle nochmal meine Hochachtung für deine tolle Arbeit in den letzten 5 Jahren. Ich glaube, das wird man wahrscheinlich erst später zu schätzen wissen, wie du dich da reingehängt hast. Danke. Jetzt steht ja die Europawahl zum nächsten Europäischen Parlament vor der Tür und du hast dich entschieden, nicht wieder anzutreten, leider. Wen soll man denn jetzt wählen? Wenn einem digitale Rechte wichtig sind, das freie Internet. Und hast du eine Botschaft an die vielleicht gar nicht wissen, ob sie überhaupt zur Wahl gehen? Ja, also ich glaube, wenn ihr euch Sorgen macht um Uploadfilter, um Artikel 13, es ist noch nicht gesagt, dass die Entscheidung vor der Wahl getroffen wird. Insofern ist es ganz wichtig, sich an der Wahl zu beteiligen. Und auch der nächste Uploadfilter-Vorschlag ist direkt um die Ecke. Es sollen auch Uploadfilter gegen Terrorinhalte kommen. Das heißt, also es wird auf jeden Fall mit diesem Thema nach der Wahl weitergehen. Und natürlich, also wenn Piraten in eurem Land antreten, wie in Deutschland, dann ist das die offensichtliche Wahl. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich mit den Kandidaten und Kandidatinnen auseinanderzusetzen und die konkret irgendwie zur Rede zu stellen und zu fragen, wie steht ihr dazu? Aber ich glaube, dass das in Deutschland wir weiter gute Chancen haben, jemanden reinzubringen. Es gibt für die Europawahl 2019 keine 5%-Hürde wie zur Bundestagswahl. Und deshalb bin ich relativ zuversichtlich, dass du es auch ins Parlament schaffen willst und hoffentlich auch diese Arbeit weiterführen kannst. Vielen Dank, du hinterlässt große Fußstapfen. Jetzt ist es ja so, dass laut Umfragen nicht nur wir hoffentlich deinen Sitz verteidigen können in Deutschland, sondern die tschechischen Piraten da vielleicht sogar stärkste Kraft werden. Die können 4 oder 5 Abgeordnete ins Europaparlament schicken. Das heißt, so viele Piratenabgeordnete werden da sitzen wie noch nie. Was verändert das denn nach der Europawahl für unsere Arbeit als Piraten im Europäischen Parlament, so viele Abgeordnete da zu haben? Ja, die Piraten haben eine Philosophie, die sich ja nicht rein auf die Digitalpolitik beschränkt. Und ich glaube, die größte Änderung dadurch, dass man mehr Abgeordnete hat, ist, dass die Piratenpartei einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen kann. Also ich habe zwar immer auch versucht, neben dem Urheberrecht an solchen Dingen wie Transparenz und Demokratie zu arbeiten, aber ich kann natürlich nicht alles alleine abdecken. Auch zum Beispiel beim Datenschutz habe ich mich nicht so einbringen können, wie das eigentlich für Piraten angemessen wäre, weil ich halt alleine war. Ich glaube, wenn wir 5 Piraten im Parlament haben, dann können wir alle diese Themen abdecken in verschiedenen Ausschüssen. Und gerade die tschechischen Piraten sind ja auch deshalb so groß geworden, weil es dort einen korrupten Premierminister gibt, der im Prinzip durch sein Medienunternehmen groß geworden ist und in der Politik was zu sagen hat. Und ich glaube, da sind die Piraten das ideale Gegengewicht zu, weil sie eben ja eine transparentere Arbeitsweise haben. Und ich denke, dass das mit 5 Abgeordneten sicherlich ein ganz anderes Gewicht hat als mit mir alleine. Vielen Dank für deine Worte, Julia. Also unterstützt uns Piraten und lasst uns auf sie los.